Ja, Alter, deine Mutter hat dich vielleicht missbraucht, aber das heißt noch lange nicht, dass du mich jetzt auf diesem scheiß Pornostuhl festhalten kannst. Ich habe auch nichts, um mich zu verteidigen. Ja. Oh, wie geil, ich habe das überlebt. Ja, Alter, deine Mutter hat dich vielleicht missbraucht, aber das heißt noch lange nicht, dass du mich jetzt auf diesem scheiß Pornostuhl festhalten kannst. Das könnte so die Geschichte der Fliege erzählen. Eine Fliege namens Klaus ritt auf einen Scheißhaufen. Doch dieser war klebrig und von jungen Menschen nur ein Gadget, um Klaus zu verarschen. Als Klaus sich auf diesen Plastikscheißhaufen setzte, nahm der chemische Säurebindestoff Alkaporzinit aus China seine Flügel fest und er konnte sich nicht mehr lösen. Als er sich losriss, flog er eine Tortur durch einen Garten. Er wollte unbedingt nach oben gelangen. Desto höher er kommt, desto näher kommt er auch an den Himmel ran und desto weiter weg von der Hölle. Auf dem Weg dorthin, dort sah er die Sterne. Sie funkelten ihn an, beteten ihn an, dass er es ja möglich schaffen sollte. Und da war er, der Polarstern. Er liegt tief und ruh in der Sternnacht. Denn Klaus, die Fliege, hatte es vollbracht. Sie flog immer weiter nach oben, denn dort wird man ihn loben. Aber was nun denkte er sich dabei? Er machte sich vielleicht frei, aber nur zu welchem Preis? Die Musik ging weiter, Klaus die Fliege hoch die Leiter. Dieser Reim musste einfach sein. Similki, 2014. So, nachdem wir Klaus Lebensgeschichte erzählt haben und spannend, packend und ergreifend zusammengefasst haben, fliegen wir weiter nach oben. Und was nun geschieht, weiß ich nicht, denn die Fliege ist ein Wicht. Was ist das? Und es geht ab, nicht zu knapp. Oh je. Ach du Scheiße, nee, ne? Ja, das ist halt so das Problem, wenn man nicht genügend anschaffen geht, Frederik. Ja, ich weiß, ist echt problematisch bei mir in letzter Zeit. Gar keine Kundschaft mehr. Die gehen jetzt alle zu irgendwem anders, keine Ahnung. Namens Fabian, ne? Ja. Unsere total. Abonnenten, die voll doof sind. Nee, Quatsch. Ihr seid die Besten. Und die gar nicht gekauft sind, die sind nicht gekauft. Wir haben die auf eBay für 50 Cent das Stück gekauft. Ja, ich hatte zufällig ein bisschen mehr Geld dabei, deswegen hat mein Kanal ein paar mehr Abonnenten. Also. Nur weil du 50 Cent mehr in die Hand genommen hast, also ich bitte dich. Sei doch leise, die sollen das doch nicht wissen. Ach stimmt, ja. Ich leuchte sie an. Frederik.